So, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wartet der Reda schon auf uns und ist auch bereit. Und der Reda hat vermutlich auch ein Kabel an seinen Rechner angeschlossen. Das sieht zumindest Full-HD-mäßig aus hier bei dir. Kannst du es hören? Ja, ich bin auch im Tower. Also ich bin jetzt nicht zu Hause, ich bin im Büro. Aber ihr seid ein bisschen verpixelt. Ist das normal? Das mag für dich normal sein. Wir sind hier sozusagen total hochauflösend. Wie das bei den YouTube-Viewern ankommt, weiß ich nicht so genau. Eben hatten wir jedenfalls mit der Stefanie durchaus ein paar Herausforderungen, bei denen ich befürchte, dass sie an ihrem WLAN lagen. Aber das weiß ich jetzt aus erster Hand, dass das bei dir nicht das Problem sein wird. Reda, wir wollen über Farming sprechen. Also wir haben ja mit Sabet Media seit neuestem einen Acker. Da kann man Farming betreiben. Das aber. Ja, ich würd sagen, wir haben einfach sehr viele Kunden und wir wollen eine qualitativ gute Kundenbetreuung anbieten. Das ist ja. So. Also tatsächlich habe ich den Acker auch so nachdem, oder wir haben den Acker erst nachdem wir das Farming-Konzept, da geht es um sozusagen Kunden dabei helfen zu wachsen, wie sozusagen die Pflanzen auf einem Acker, wir versuchen die zu beraten, wir wollen denen helfen. Erzähl mal ein bisschen was aus eurer Tagesrealität, was heißt denn das? Also das primäre Ziel ist tatsächlich, dass wir erstmal die Kunden so zufrieden wie möglich betreuen. Das heißt, dass sie sich irgendwie auch wohlfühlen, dass die wissen, dass wir sie ernst nehmen, dass wir deren Belange ernst nehmen und dass wir auch zeitnah auf sie reagieren, wenn sie irgendwas haben, neue Themen, Probleme etc. Wir sind einfach dafür da, dass sie über alle Themen mit uns sprechen können. Unabhängig davon, ob das ein laufendes Projekt ist oder irgendwas Geplantes ist oder strategische Themen sind, technische Themen, grundsätzlich einfach. Sozusagen jemanden im Unternehmen zu haben, mit dem man immer über alles sprechen kann und der dann auch die richtigen Weichen intern stellen kann, damit dann vielleicht auch Themen vorangehen. Ja? Das ist so ein bisschen in groben Zügen beschrieben, was das Ziel ist. Ja? Genau. Ich finde es ziemlich cool, weil bevor ich im Partnermanagement war, habe ich auch eigene Projekte mit Kunden umgesetzt. Was immer dort die Herausforderung war, ist, nachdem man das Projekt abgeschlossen hat, war man zum Beispiel bei einem anderen Kunden in einem anderen Projekt. Hat man Neues angefangen. Genau, hat man ein Neues angefangen und dann ist der Bezug zum Kunden ja verloren gegangen. Und teilweise konnten wir den Kunden dann eigentlich gar nicht mehr über die neuesten Entwicklungen rund um Atlassian oder zum Beispiel auch Google unterrichten. Und jetzt haben wir eine coole Übergabe, beziehungsweise unsere Projektteams haben eine coole Übergabe mit den Farmern. Sprich, sobald ein Projekt abgeschlossen ist, wird der Kunde in die kompetenten Hände eines Farmers übergeben und der Farmer analysiert dann nochmal die Situation, spricht über die Ziele mit dem Kunden und das hilft uns und dem Kunden dabei, ihn sehr zielgruppenspezifisch zu beraten. Also da gibt es kein Konzept, wo wir... So eine ganzheitliche Betrachtung ist immer relevant, weil wenn der Kunde, wie der Adi sagt, nicht durchgängig betreut wird, dann kann es halt passieren, dass er an manchen Stellen Entscheidungen trifft oder auch alleine trifft oder keinen passenden Ansprechpartner bei uns hat, die am Ende vielleicht nicht so nachhaltig sind. Und da kommen wir halt ins Spiel, um auf Dinge hinweisen zu können, auch nochmal erklären zu können, wie sich das vielleicht in einem Big Picture dann verhält und vor allen Dingen mittel- und langfristig, weil jede Entscheidung, die man jetzt trifft, hat natürlich eine Auswirkung auf die Zukunft. Und da ist die Frage, wie stark ist der Einfluss? Und da wollen wir einfach versuchen, auch zu unterstützen, um so viel Mehrwert für die Kunden wie möglich stiften zu können. Und damit auch das Wissen, das wir haben, auch bei den Kunden ankommt. Weil das ist auch so ein Punkt. Das kommt nicht immer eins zu eins bei den Kunden an, weil eben keine durchgängige Betreuung da ist. Mhm, ja? Genau. Gerade im Hinblick jetzt auch auf die EOL-Thematik, also nachdem Atlassian das Serverprodukt abgekündigt hat, hat man ja auch den Mehrwert des Team Farmers bei uns ziemlich gut erkannt. Naja, klar, weil auf einmal ganz viele. Also was mir da oder was ich gerne zentral rüberbringen würde für unsere Kunden ist erstens, das ist quasi wie eine kostenlose Beratung.
Also du kannst dich bei uns melden und wir versuchen, deine Zufriedenheit mit Sabit Media, mit unseren Produkten und den Lösungen, die du für dein Unternehmen willst, zu erhöhen. Mhm. Das heißt, du kannst, klar, die werden jetzt nicht jedes Projekt mit dir umsetzen können, aber die versuchen zumindest mal so weit mit dir die Sache zu durchdringen, dass allen Beteiligten klar ist, was muss denn jetzt gemacht werden. Vor allen Dingen auch der Hinweis dazu, zu dem, was du sagst, Martin, ergänzend, das sind jetzt keine, sagen wir mal, unbedarften Leute oder Newbies oder Sales-Leute oder sowas, sondern es sind wirklich Leute, die kompetent sind, wenn es um unsere Produkte geht, wenn es um die grundsätzlichen Themen und Cases geht, die für die Kunden eine Rolle spielen, egal ob es Themen wie Qualitätsmanagement oder ITSM oder andere Dinge sind und die das Ganze in einem Big Picture auch strategisch mit Kunden besprechen können. Und da liegt tatsächlich der Mehrwert, dass man mit Leuten spricht. Wie lange bist du schon bei Sabit Media? Mittlerweile 10 Jahre. Ja, du musst über deinen 10-Jahres-Bonus nachdenken. Flüge ist ja aktuell nicht so, ne? Aber du hast 20 Urlaubstage und ich glaube, genau. Es gibt inzwischen die Möglichkeit, irgendwie Geld oder was Geldwertes zu machen. Mhm. Die Reiseindustrie freut sich, wenn du mal wieder mit deiner Familie aus dem Haus rauskommst, vielleicht im Jahr 2021. Ich kann der Hinweis ist gut, aber bei mir schon ein bisschen zu spät. Also ich habe den schon benutzt. Ich war auch tatsächlich dann vor der Quarantäne auf Reisen. Ja. Von daher hat noch geklappt. Gut. Dann, amerikanische Unternehmen würden vermutlich Customer Success Manager sagen. Richtig. Wir nennen das sozusagen so ganz bodenständig Pharma. Mhm. Ich glaube, der Hinweis vom Reda ist schon wertvoll. Das sind sehr erfahrene Leute, die vorher auch Beratung gemacht haben, die lange im Lizenzverkauf waren und so weiter. Reda, vielen Dank, dass du uns das Konzept vorgestellt hast. Und wenn Sie bestehender Kunde von uns sind, dann melden Sie sich doch mal bei unseren Farmern und bauen ein paar Pflanzen an. Danke für die Zeit und nochmal kurz der Hinweis, in den Booth-Ständen, die da sind, Lynchpin, Agile Hive, Kegon und Google Cloud, sind entsprechende Kundenbetreuer da und da kann man ruhig hingehen und mit denen über Themen sprechen, auch wenn die jetzt nicht unbedingt direkt zum Booth passen. Ja? Cool, super, danke. Super, Dankeschön. Danke euch.